Zoom am Mittwoch. Bei mir zu Gast ist heute Ulrich Behmann. Guten Morgen. Und zwar, viele von euch haben sich in der Nacht gefragt, was da so laut war in der Nordstadt. Es war ein lautes Geräusch und keiner wusste so genau, was da los war. Uli, weißt du da mehr? Also ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass kurz vor 12 Knalle gehört worden sind. Manche sagen, es hat sich angehört wie Schüsse. Um 5:12 Uhr, also kurz vor Mitternacht, soll dann der letzte Knall gewesen sein. Zurzeit ist bei der Polizei niemand erreichbar, sodass wir nicht nachfragen konnten, ob die Erkenntnisse haben. Wir geben uns Mühe. Wenn aber heute in der Nordstadt Knalle zu hören sind, dann kann das sein, dass dort im Bereich der Linsingen-Kaserne, der ehemaligen Kaserne, Knallgeräusche oder explosionsartige Geräusche zu hören sind, weil dort die Bereitschaftspolizei liegt. Das ist gut zu wissen, denn heute hatte schon eine Lisa per WhatsApp uns gefragt, was da denn los sei, und jetzt weiß er mehr. Das ist sehr gut. Ja, also da fahren Kräfte der Bereitschaftspolizei hin oder sind wahrscheinlich schon da und üben dort. Wahrscheinlich üben die Festnahmen und Türen aufmachen und Blendgranaten werfen und solche Geschichten. Da ist auch eine Sanitätseinheit der Johanniter Unfallhilfe, wenn ich da richtig informiert bin. Und ja, das ist eine Übung. Also beides schauen wir uns mal an. Was dabei rauskommt, wissen wir nicht. Vielleicht ist es nur eine Meldung, vielleicht ist es ein interessanter Text. Das ist immer so, zu Beginn der Recherche weiß man nie, was rauskommt. So ist das nun mal. Und ihr könnt auch einfach auf alle Fälle gespannt sein. Und vielleicht lest ihr heute dann darauf noch mehr auf dwz.de oder auf Facebook später. Genau. Bis morgen. Ciao. Bis dann.